Hey, ja, ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins, zur Fortsetzung des Spiels und zur nächsten Episode. Und jetzt haben wir Episode 4-4 abgeschlossen, das Rendezvous, wo wir ja den sechsten Dragon Ball gefunden haben in den Ruinen des Schlosses des Rinderteufels. Und ja, bevor wir weitermachen mit Episode 5-1, haben wir noch die Unterepisode freigeschaltet, und zwar 4-5. Der Schatz des Rinderteufels heißt diese. Und ja, Son Goku schleicht sich mit Oolongs Hilfe in das Schloss des Rinderteufels. Ja, wir wollen also offenbar den Schatz, ja, doch noch holen. Ich weiß gar nicht, wie das mal funktioniert, da das Schloss ja weg ist, aber wird sich jetzt schon irgendwie erklären. Und ich würde sagen, wir legen einfach los und schauen, was erwartet. Also, ja, los geht's. Hey, Oolong, was tust du denn hier? Das Schloss des Rinderteufels sieht zwar nicht toll aus, aber es ist genau vor uns. Es muss ein riesiger Schatz darin sein. Mein Großvater hat immer gesagt, dass man nicht anderer Leute Sachen stehlen darf. Das ist kein Stehlen, sondern ein Zurückholen. So wie es aussieht, ist alles in der Trümmern begraben. Sollen wir es einfach verkommen lassen? Also denkst du, wir würden damit nichts Unrechtes tun? Nein, natürlich nicht. Und außerdem, vielleicht finden wir darin ja auch köstliches Essen. Köstliches Essen? Essen zum Essen? Natürlich! Wenn es begraben ist, dann wird es nicht schlecht. Du wirst dem Rinderteufel sogar einen Gefallen tun, wenn du es isst. Oh, ich verstehe. Also los. Ja. Spielt also parallel zu irgendeinem, ja. Weil, vielleicht bevor wir dann losgezogen sind. Muss ich wieder Kamehameha machen, ne? Genau. Genau, erwischt. Kamehameha. Sind wir wieder hier? Diesmal müssen wir. Ja. Ah! Ja, das ist immer lustig. Hast du nur nicht gelohnt. Aber, naja. Was wollte ich denn schon? Ach. Das sieht doch viel besser auf die Art und Weise. Das war nix, aber egal. So. Muss ich mich alleine gegen die kämpfen. So, wo ist der Schatz des Rinderteufels? Ach, wieder diese Viecher. Also. Das war nix. Mal kurz abwarten, bis er wieder da ist, genau. Das sieht besser aus. Okay, sonst geht's hier nix. Wieder da rein. Können wir wahrscheinlich dahin, wo wir vorher noch nicht durch konnten, durch oder so. Gab's überhaupt sowas? Haben wir immer noch da unten, können wir jetzt. Ah, da waren die vorher zu. Ich verstehe. Da gibt es trotzdem noch was zu sammeln. Wieder hier. Wenn anderes, eine andere Episode ist, gibt es hier bestimmt wieder nochmal alles zu erkunden. Okay. Das war voll doof. Aber egal. Na, komm mal. Geh mal hier lang. Also hier ist zu, auch gar keine Tür. Gab's aber gar nicht. Hab noch getroffen. Okay. Wo müssen wir denn hin? Geradeaus erstmal. Na, komm her. Okay, da ist nix. Nix zu holen, da kommen wir
So entlang. Genau, so muss das aussehen. Na, da hat doch nichts, da bringt doch nichts. Ja, okay, so geht's auch hingegen viel besser. So, sind wir hier. Gehen wir mal hier gerade nach unten. Ach ja. Oh, Gold. Ne, Zini. Natürlich, ich konnte das vergessen. Zini hat die Teile. Hier ist die Tür Nummer zu jetzt. Da kann man sich auch noch gerade nicht rein diesmal. Wollen wir drei auch hin müssen. Da ist ein Schalter. Ja, kann man auch mal ziemlich oft einsetzen hier, diesen Kamehameha. Hat auch gerade auch geklappt, war jetzt noch nicht so gedacht. Na, was passiert hier? Also, meine Güte, mach ich mir das schwer Leben. Den Schalter? Ja, der hilft mir aber nicht wirklich. Da ist keine Truhe, nichts erleuchten. Das ist alles ziemlich Quatsch. Aber naja, man kann es trotzdem mal machen, ne? Oh, die nehme ich gerne mit. Die Sonnenschalter. Ah, kommen wir doch da. Kommen wir doch nur mit da entlang. Okay. Ja, es geht hier gar nicht. Die kann ich aber trotzdem kaputt machen. So sieht's aus. So geht das. Jetzt sind wir natürlich die Meister da drin. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen blind rumgelaufen, da gebe ich zu, aber. Aber hier ist natürlich auch jetzt gar nichts. Wo muss ich überhaupt hin? Eigentlich gerade auch runter, aber gehen wir mal hier durch diese Tür. Die anderen Räume und gucken, was da noch ist, ob da noch was finden kann. Feinde. Okay, ich komme noch nicht mehr weiter. Da bringt also quasi nur diesen einen Kampf zusätzlich ein bisschen Geld. Mehr nicht. Also alles halb so wild. Würde ich sagen. Gehen wir hier weiter. Hier waren wir noch nicht. Hier war doch bisher zu. Okay, wir sind jetzt gelandet. Mal gucken. Aha. Selten dämlich, aber egal. Aber egal, sag ich mal dazu. Hier, du hast die seltene Figur Rinderteufel erhalten. Ist das die Truhe, die man hier suchen muss? Ne, ich glaube nicht. Das stimmt nicht, der Schatz, den wir hier suchen. Was hat denn wieder hier für einer? Mal drauf kloppen, ihn verrückt, dann geht das. So, wir können ja nur in die Richtung, ne? Können nur in die Richtung. Und das uns so verdienen, aber das uns so verdienen, genau. Das muss man auch. Was auch? Hier ist nix. Was laden wir an? Ja.
Ja, also. Okay, wo gehen wir mal hin? Weiß nicht, ob gehen wir mal hier lang. Aua, tut er weh? Ach ja. Kann ich gar nicht aufsammeln? Warum kann ich nicht aufsammeln? Was habe ich nicht alles an Objekten? Ach so, weil ich zwei davon habe. Ach so, deswegen geht das nicht. Kann ich leider nicht mehr brauchen. Ärgerlich. Ärgerlich. Also, dann sagen wir kaputt. So, hier ist auch nicht weiter, das heißt, es geht nur in eine Richtung. Da ist auch der Schatz, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. K. Ah, genau. So sieht's aus. Immer lang weg natürlich nehmen. Was denn sonst? Das wollte ich auch gar nicht. Das wollte ich auch gar nicht so. Muss ich auch mal so zugeben, da ich wollte kein Kamehameha nutzen. Jetzt brauche ich gegen Ehren. Und los geht's. Genau. Ach, man kann die Leute damit so erledigen? Wusste ich gar nicht, dass das auch so geht. Ja, lass es. Na, das ist doch. Geht doch. Aber hier müssen wir bestimmt hin. Und hier können wir vielleicht einen Schatz finden. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem. Naja, hier ist er. Das ist der Schatz? Was ist das? Hey, Son Goku! Was machst du denn hier? Hey, Rinderteufel! Ich dachte, es wäre vielleicht etwas Essen in dem Schloss. Essen? Wenn wirklich etwas dort gewesen wäre, wäre es längst verbrannt. Wer hat dir das überhaupt gesagt? Also, oh, Long meinte... Hey! Sag nicht, dass du hinter meinem Schatz her warst! Nein! Natürlich nicht! Das ist meine Lieblingspuppe! Was tust du damit? Was? Ach das? Der habe ich im Schloss gefunden! Verstehe! Okay, weil du es bist, darfst du sie behalten! Aber ich brauche sie nicht! Weil ich sie nicht essen kann. Sagst du etwas nicht? Sie ist wirklich toll. Wirklich? Also, okay. Dann behalte ich sie, wenn du meinst. Okay, sehr gut. Du hast die normale Figur Chi-Chi erhalten. Okay, dann wäre das geklärt. Und jetzt... Olang, komm mal kurz her. Hilfe! Ihr habt es geschafft, die Truhen gesammelt. Chi-Chi haben wir erhalten als Figur und der Episode 26 freigeschaltet. Es geht weiter mit der nächsten Episode beim nächsten Mal. Aha. Das ist ja, es gibt immer noch mehr Episoden her. Das ist ja nun sicher. So 99 war das. Guck ich hin, natürlich reiche ich die mal direkt nach. Chi-Chi schämt sich. Oh, der Arme. Na gut, auf jeden Fall haben wir das abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.